Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Forza Horizon 4 Multiplayer-Folge. Wheelspin im Auktionshaus steht an. Mit dabei in der heutigen Ausgabe haben wir Andy, Bluto-Kaskade, Groove-Chat, Herbsti, Yoshi, KanX-User, Lukas370Z, NiceFiber, Nur24-Stunden-Racers, Cracks Gaming und Corando. Ist das richtig? Coronado. Coronado. Oh mein Gott, wie schlecht. Es tut mir leid. Herzlich willkommen aber. Servus. Hallo. Ja, und heute sind wir nicht nur in der Auktionshaus-Edition, wir sind hier auch so ein bisschen in der Gönner-Edition, denn wir haben uns gedacht, komm, wir haben alle mehr als genug Spins, ich habe extra ein bisschen gespart, wir drehen einfach mal 9 Stück, ja, und laut meiner Statistik müsste ich dann so ungefähr 90.000 zusammenbekommen. Und dann gucken wir mal. Ja, ich würde sagen, wir beginnen auch direkt. Jeder darf, wie gesagt, 9-mal normale Spins drehen. Und ja, bei der Auktionshaus Edition ist es natürlich so, dass alles, was irgendwie nicht ein Credit-Spin ist, trotzdem halt in Credits dann irgendwie verwertet wird, weil wir natürlich das ganze Geld brauchen, um auf ein Auto zu bieten oder sonst was. Ja. So. Ich habe Wheelspin durchgespielt. Perfekt. Nein, oder? Das ist jetzt. Wait, wie war das nochmal in Forza Horizon 3 mit dem Aventador? Ja. Grüne Welle. Nee, ich hab tatsächlich da Glück kann grade. Ich mich nicht drüber beschweren. Ich auch, Alter. Ja, und Pech gehabt. Jetzt hab ich auch eine grüne Welle. Ich jetzt nicht sagen ja, gut, ich meine, es kann durch einen Spin alles sich noch zum Positiven wenden. Ne? Du musst einmal nur so ein krasses Auto ziehen, was ein paar Millionen wert ist und du bist schon ein gemachter Mann, aber. Das Glück ist mir. Oh, Gottes Willen, ey. Oh, naja. Du musst halt jetzt noch genau zählen. Boah, ich hab was Goldenes gesehen. Bitte lass es mich ziehen, egal was es ist. Nee, doch nicht. Ich hab's gesehen, ich will's nicht. Wahrscheinlich Käfer ist ja auch Gold. Es war ein Käfer, ja. Es war nämlich ein Käfer. So, ich muss jetzt mal zählen, wie viel habe ich denn schon? 5 habe ich jetzt, okay. Das ist der. Alternativ, oh, stimmt nicht, dass ich immer weiter drücke. Andi wundert sich am Ende, er hat so das größte Budget mit 30 Wheelspins. Oh, ich habe das neueste Andi Motorsportfahrzeug gezogen. So, 5 Stück haben wir irgendwas schon. Extra oben ja, brauchen, wenn wir 9x10k ziehen. So. 6, 9. Boah, bitte das Fahrzeug. Bitte sei gnädig. Einmal, bitte. Nein! Ich zieh so einen hässlichen, das kann ich jetzt verraten, so einen hässlichen 370Z, ey. Boah. Bitte. Oh, Lukas, das ist. Oh, du bist ja dabei. Oh, das tut mir jetzt aber leid. Nein, ich weiß. Aber das Auto, was drüber wäre, wäre einfach der Checkpot gewesen, weißt du? Aber nee. Es gibt keinen größeren Checkpot als einen 370Z. Ja, aber ich darf ihn ja nicht verwenden. Deswegen sage ich das so abfällig. Oh, nein, 370. So. Fair Lady ist geil. Da müsste jetzt ja mal bald nächste Generation kommen, oder? Bist du nicht schon so. Gab's da nicht schon so tief? Schon angekündigt, ja. Oh, hab ich schon bereitgestellt. Und dann ist deine Aussage berechtigt. Wie war das mit 10%? Das, also der neue ist nicht schön, finde ich. Alter, das ist doch eine Verarsche, ey. Weißt du, ständig hast du lila, blau, weiß ich was, und du ziehst genau dieses eine grüne dazwischen. Oh. So, ja, habe ich gerade auch nochmal bekommen. Na, zusammenrechnen jetzt ja auch. Ich sag mal so, ich habe ein gutes Auto am Anfang gezogen. Das also, habe ich ja, auch immer gezogen. Komm, ey, letzter Spin jetzt bitte, ey. Irgendwas Krasses. Ja. Das gibt's doch nicht. Ja, natürlich nicht. Oh, es sind. Oh. Auktionshaus. Können wir nochmal neu anfangen? Nein. Ja, bitte. Ja. Ich erinnere mich, wir hatten mal technische Probleme. Ich weiß gar nicht mehr, welche Ausgabe das war. Das haben wir auch erwähnt. Da haben wir, glaube ich, irgendwie 3-mal oder 4-mal neu starten müssen. Und Andi hatte immer. Meine Spins ganz sind immer schlechter geworden. Ja, ja. Also am Anfang richtig geil und es wurde immer schlechter. Am Schluss hat er einfach nur Murks gehabt. Und ich hatte am Schluss dann sogar noch was relativ Gutes. Aber wir haben neu gestartet wegen technischen Problemen. Ja, ich will es nochmal ausdrücklich sagen. So, achso, nee, jetzt habe ich aus dem zum 10. Mal gedreht. Der zählt natürlich nicht. Der zählt nicht an alle. Na, ganz wichtig, der zählt nicht. Gut, ist eh nur ein 10.000er. Also hebt sich jetzt nicht wirklich von den anderen ab. Ich habe auch versehentlich einen 10. gedreht und der wäre tatsächlich besser gewesen. Als alles, was du davor gezählt, gedreht hast. Nee, nicht alles. Nicht, das wäre. Oh, jetzt fällt mir gerade echt ein richtig geiles Format ein. Ich muss es jetzt leider in der Folge noch sagen, weil sonst vergesse ich das irgendwie. Aber so eine Art Gamble-Format, dass ich du quasi. Weiß, woran du denkst gerade, ja. Dass du so bieten kannst. Du kannst sagen, so, okay, ich nehme das jetzt mit oder, ne, so wie bei, wie hieß denn das Spiel nochmal? Deal oder No Deal? Ach so, ja. Ja, so, weißt du, so in die Richtung. Da müssen wir mal was überlegen. Also, wer da schon Grundkonzept-Idee hat, wie man das
für ein Format realisieren kann, gerne Vorschläge in die Kommentare. Aber da müssen wir uns was überlegen. Das wäre die geile Ergänzung zu Wheelspin irgendwie so. Mal für die Zukunft, ja? Wir sind ja ständig am Weiterentwickeln. So, aber wir wollen natürlich nicht nur weiterentwickeln, wir wollen auch ein bisschen im Auktionshaus bieten. Deswegen würde ich sagen, alle mal zurück zum Festivalhaus, wo auch immer. Und dann habt ihr 10 Minuten Zeit, nicht 15 Minuten, weil Tuning-Part fällt ja weg. Und dann wünsche ich euch einfach allen ganz viel Spaß und ja, happy beating oder direkt kaufing und so weiter. So, da geht's auch schon rund. Ja, wir rechnen mal kurz zusammen. Ich nutze mir mal kurz den Taschenrechner. Ich sag's aber auch nochmal, was wir haben. Also, wir haben 24.000, 10.000, also die unter 10.000 werden aufgerundet, das habe ich auch gleich schon so notiert. Ich glaube nicht, der erste 10.000er war nämlich nur ein 7.000er. Ist auch egal. 15.000, nochmal 10.000, dann 150.000, immerhin ein etwas höherer. Dann 15.500, dann 20, dann 15 und zu guter Letzt 13. Und das gibt dann 272,5. Und dann gibt es ja die 10%-Regel, deswegen rechne ich das gleich mal auch mit 0,9 und dann wissen wir nämlich auch den Bereich. Also von 252,5 bis 245,5, sagen wir jetzt einfach mal, also es kommt 2,5 raus, kann ich quasi bieten. Jetzt gucken wir einfach mal. Ich mache das einfach wie immer über den Filter. Das heißt, ich gucke bei der Autoklasse auf die höchste Klasse X. Egal was kommt, ich nimm's. Und dann Maximalkauf. Jetzt müssen wir mal gucken. Also, selbst bei den letzten Auktionshaus-Editions hatte ich nicht, glaube ich, so wenig Geld, oder? Oder doch? Ich weiß nicht. Okay, ich muss jetzt. Okay, ich gehe 300.000, aber wir werden nicht für 300.000 was bekommen. Jetzt gucken wir mal, was es gibt. Da zwei. Oh, wie knapp. Ah, gut, Senna ist eh verboten. Andi hat den Senna nämlich für uns alle verboten. Aventador ist. Genau, Vorzeit-Editions sind auch verboten. Aber ich weiß gar nicht, sind jetzt Lambos verboten oder nicht? Oh, das ist ein Regera. Oh, der kann ich mal bei der 300.000. Nein! Ich könnte drauf bieten. Ich drauf bieten? Ah, nee, kann ich nicht. 190.000, das ist zu wenig. Ich müsste so viel drauf bieten, dass ich auf den Über. Boah. Der würde. Nein, würde auch nicht gehen. Nee, doch, wird. Nee. Der ist zu niedrig. Der ist zu niedrig. Regera. Komm, bitte doch irgendjemanden Regera ein bisschen günstiger an. Also nochmal: 272,5. Oder 245,5. Der würde gehen, aber ich will keinen Cerbera fahren, ey. Nee. Ich will's. Mosler wäre geil, aber ich muss aufpassen, ich darf nicht. Das sind, glaube ich, ein Extreme Tracktoy oder Tracktoy, die sind verboten. Ah, gut, ist eh zu teuer. Medical ist auch verboten. Also nochmal für euch alle, ne? Also, es verboten sind Tracktoys, Extreme Tracktoys, Forza Editions und der Senna. Weil der Senna gibt's halt voll oft und dann haben wir nur wieder Sennas hier stehen, das wollen wir nicht. Der würde auch wieder. Ist wieder ein Senna. Lamborghini? Lamborghini war auch irgendwie im Gespräch, dass sie verboten sind, aber ich glaube, ja, egal, wir lassen es mal so stehen. Ich will ja kein Lambo fahren, wir fahren immer irgendwie sowas. Ja, jetzt müssen wir mal überlegen. Der würde. Ford GT Willkommenspaket, der ist ja eigentlich gar nicht so verkehrt, oder? Ich glaube, der könnte was, aber der hat keine Forza-Flügel und so, deswegen weiß ich jetzt nicht. Wir können ja auch das Fahrzeug nochmal genauer anschauen, glaube ich. Oder, hä, wie ging das nochmal? Wie kann ich das Fahrzeug genauer anschauen? Ging das nicht irgendwie? Auktionsoption? Achso, ich muss einfach so, einfach A drücken. Der hat immerhin auf Allrad umgebaut. Ja, könnte man sich mal merken. Der wäre auf jeden Fall im Budget. Jetzt muss ich noch ein bisschen nach unten gehen. Gut, ich habe jetzt nicht auf die Klasse geguckt, ehrlich gesagt, aber wir merken den uns jetzt trotzdem mal. Ich lasse mir da jetzt ein bisschen Zeit, ne? Das gehört ja auch dazu, Auktionshaus Edition, also den merken wir uns mal. Dann haben wir einen Königsegg, der ist leider zu günstig. Der wäre auch, aber den will ich nicht. Der wäre auch wieder im Budget, aber ich weiß nicht. Aventador ist halt auch wieder so eine Sache. Haben wir das jetzt erlaubt oder nicht? Ich weiß es nicht. Gut, im Endeffekt kann ich hier die Regeln dann wieder so drehen, dass es erlaubt ist. Was nehmen wir denn da jetzt? Wieder. Ah, der hat jetzt aber. Na, immerhin einen Frontsplitter. Immerhin einen Frontsplitter. Wäre aber zu günstig, verdammt. Der wieder. Okay. Ich hätte schon Bock auf einen Regera, ehrlich gesagt.
Auch wenn das jetzt nicht das geilste Auto ist, aber irgendwie hätte ich Bock drauf. Aber halt, der ist zu teuer, der wäre wieder im Budget. Hätte auch Flügel, was ja nie schlecht ist auf den hohen Klassen. Der wäre leicht zu teuer. Verdammt. Weil ich glaube, Regera kann man ja nicht auf Allrad umbauen, das heißt, das wäre vielleicht sowieso nicht so geil. Das ist jetzt die Frage. Es sind halt immer die wieder selben wiederkehrenden Fahrzeuge. Das ist halt echt der Ford GT bis jetzt. Der ist hat auch. Wäre auch ein Budget. Hat jetzt kein. Ja, Tunerrang ist jetzt relativ. Aber immerhin mal ein Frontsplitter, was ja nicht verkehrt ist, glaube ich. Ich gucke mir das Fahrzeug mal ganz kurz an. Ich denke mal, der wird auch auf Allrad umgebaut haben. Hat er nicht. Schmutz. Nehmen wir nicht. Was sind das für eine Fahrzeugklasse? Wo sehe ich denn die Fahrzeugklasse? Das sehe ich hier gar nicht, ne? Das ist Quatsch. Oder doch, hier kann ich umschalten. Aber das sehe ich hier gar nicht. Ist ja doof. Da haben wir extra Fahrzeugklassen beschränkt und dann sieht man nicht mal direkt, welche Fahrzeugklasse. Okay, jetzt muss ich wieder nach unten scrollen. Das ist ein bisschen blöd. Wir haben schon mehr als die Hälfte der Zeit verballert. Das tut mir gerade ein bisschen leid. Aber gut, wir haben 10 Minuten. Ich muss mich dann halt schlussendlich für irgendwas entscheiden. Waren wir hier schon? Ich weiß es gar nicht. Okay, der ist schon gekauft worden, aber nicht von einem von uns, ne. Da waren wir schon, ja. Den haben wir schon gesehen. Das war der gerade eben, aber ja, der ist ja Quatsch, der ist dann auch nicht. Also Ford GT wäre ich nicht abgeneigt, aber ja, muss halt passen, ne? Mosler ist auf jeden Fall ein Track-Toy, glaube ich, im Spiel. Deswegen. Das waren alle. Uff, okay, ja, dann müssen wir fast diesen einen Ford GT nehmen, glaube ich. Ich hoffe, der ist noch da, ey. Das wäre jetzt bitter. Das wäre wahrscheinlich das einzige Fahrzeug, was wirklich sinnvoll ist. Der ist zu günstig, kann ich nicht nehmen. Der hat kein Allrad. Also Allrad ist einfach Pflicht hier. Jetzt müssen wir gerade nochmal gucken, wo der war. Neben den unzähligen anderen Fahrzeugen. Ja, ansonsten Aventador würde auch noch gehen, aber ja, will ich nicht. Der war das, ne? Nee, der war das nicht. Der ist ja zu günstig. Außerdem war der so gelb, ne? Der hat so eine gelbe Lackierung oder irgendwas gehabt. Oh, hoffentlich ist der noch irgendwo da. Bitte, lass mich nicht hängen. Da, das war er. Noch keine Gebote, wäre genau im Budget. Ja, wir gucken uns den nochmal an. Oh, der liegt schon tief, aber es ist kein Drifterwerk oder so verbaut. Er hat halt keine Forza-Flügel oder irgendwas, aber ja, ich muss es jetzt machen, ne? Also besser als nix, er hat AWD. Ich hoffe halt wirklich, dass der kein Tractor ist. Ich weiß nicht, wo der Willkommenspaket Ford GT einsortiert ist. Ich kaufe den jetzt und dann müssen wir mal gucken. Das könnte jetzt natürlich jetzt im schlimmsten Fall Auto abholen. Im schlimmsten Fall. So, jetzt muss ich den irgendwie hier. Ne, ich habe ihn abgeholt. Jetzt muss ich den hier ab. Oh, ich habe schon lange kein Auto mehr ersteigert. Ich bin ein richtiger Noob. Ist er jetzt. Ah ja, hier ist er. Ne, Modern Supercars. Perfekt. So wie der normale Ford GT. Ja, er hat einen guten Handlingwert. Ich denke halt, wie ich mit dem Forza Splitter wäre besser gewesen, aber der eine war, wie gesagt, zu günstig und der andere hatte halt Hinterradantrieb. Das macht keinen Sinn. Ja, wir können trotzdem eine Probefahrt machen. Also ich bleibe jetzt mit dem Fahrzeug. Ist jetzt nicht ganz mein Lackierstil, aber wir lassen es natürlich so, wie es ist. Und dann gucken wir mal, wie der fährt. Wir haben ja knapp noch eine Minute Zeit, eine Probefahrt zu machen hier. Er liegt halt super tief, also wenn halt Offroad-Veranstaltungen kommen, sehe ich ein bisschen schwarz, aber passt schon. Macht jetzt aber erstmal ganz okayen Eindruck beim Geradeausfahren zumindest mal. Nee, ist glaube ich okay. Also es hätte viel schlimmer kommen können. Denke ich mal. Ja, ich denke halt wirklich mit dem Splitter vorne würde der nochmal bestimmt ein Monster sein. Aber ey,
Also ich finde, da habe ich einen guten Job gemacht, habe ich gutes Fahrzeug rausgezogen. Ja, das macht. Das passt, das passt. So, jetzt gucken wir mal noch, ob man auch die Griffzone damit hinbekommt in den letzten Sekunden. Schon gut Grip. Wir müssen ihn schon echt zwingen, quer zu fahren. So, Zeit ist um. Wir gucken trotzdem noch mal ganz kurz, bevor wir rüberspringen, auf die Eckdaten, damit wir wissen, mit was wir unterwegs sind. 804 kW. Das ist natürlich weit über 1000 PS, 1119 Newtonmeter bei 1,1 Tonnen. Das ist natürlich krass. Gewichtsverteilung 50%. Also, das Ding ist sehr ausgewogen. Also, ich glaube, wenn es auf dem Asphalt bleibt, können wir da richtig viel Spaß mit haben. Mal gucken, was die anderen so sich eher steigert bzw. erkauft haben. Wir gehen zurück zum Flugplatz. Yo, da steht. Ja, ich glaube, da war Sommerschlussverkauf bei Lambo und bei Zenvo. Und ja, ansonsten glaube ich, ist kaum was doppelt, oder? Regera habe ich auch mir ein paar Mal überlegt, aber ich glaube, Regera gibt es nur mit Hinterradantrieb. Das war dann bei mir dann doch wieder schneller vom Tisch an tatsächlich. Aber ja, wir gehen es mal ganz kurz durch, einfach ganz schnell, was ihr insgesamt gezogen habt. Also ihr braucht jetzt nicht jeden dieser neuen Spins erklären. Und warum ihr euch dafür entschieden habt. Wir beginnen mal bei Herbsti. Meine Spins waren durchgehend schlecht. Mein höchster Spin waren 38.000. Ich kam dann auf 153 und wir haben uns geeinigt, dass ich den Shelby nehmen darf, obwohl er als Tracktoy deklariert ist. Was? Davon weiß ich ja gar nichts. Also für mich ist das ein Muscle Car. So, Andi. Ja, ich hatte 1,21 Millionen insgesamt zur Verfügung. Das Ganze tatsächlich, mein erstes Spin war 1 Million. Deswegen ja, meinte so. Ich habe mir das Spin durchgespielt. Ja, nice. Dann ein bisschen mit den Filtern auf Kriegsfuß, weil du kannst ja das Maximalgebot auf 1,1 Millionen gerade mal setzen und mein 10% wären 1,089 Millionen. Hat ein bisschen gedauert, bis ich was gefunden habe, aber ja, ist ein Zenvo geworden, fand ich ganz geil. War ein Stufe 20 Tuner, deswegen habe ich dem mal vertraut und es sieht halbwegs vernünftig aus, hoffe ich. Ja, perfekt. Dann Lukas. Ja, ich hatte 446.500. Minimal wären dann 401.000 gewesen und ja, ich hatte die Auswahl zwischen Centenario und einem 959. Ist halt dann Centenario geworden, mit einem Stufe 20 Tuner. Jetzt so die ersten Meter, die ich damit gefahren bin, fühlt es sich nicht so schlecht an. Auch wenn ich schon wieder 3 Grad Sturz gesehen habe, wo sich schon wieder bei mir Angst breit macht. Ja, da habe ich bisschen, schlechte Erfahrungen. Ja, in Forza bei den wenigsten Fahrzeugen gutes Mittel, ja. Dann weiter mit Groovechat. Ja, ich hatte 385k zur Verfügung, in meiner Preisrange relativ schwierig. Ich habe bis am Schluss gesucht, im letzten Moment noch diesen 27S gefunden. Im Gegensatz zu Andy, ein Rang 1 Tuner, soll ja noch nichts Negatives heißen, aber ich bin kein Meter gefahren und habe ein bisschen Angst. Aber du hast immer die Forza-Splitter. Ich finde das manchmal, also für mich war das tatsächlich so ein bisschen ein Suchkriterium. Also ich habe keine, aber es war tatsächlich trotzdem ein Suchkriterium, weil ich denke, gerade bei hohen Klassen schadet es nicht mehr, Aero zu haben. Deswegen, vielleicht hilft es auch. Und ich sehe aber auch, der ist schon ein bisschen gebraucht. Der hat so leichte Kratzspuren und Dellen da. sehr gut. Ja, zu meinem Fahrzeug. Ich hatte irgendwas knapp über 270.000. Minimalwert irgendwas so um die 245.000. Tatsächlich habe ich mehr Fahrzeuge gefunden, die günstiger gewesen wären. Also die wahrscheinlich besser gewesen wären. Am Ende habe ich mich jetzt dann für den Ford GT Willkommenspaket entschieden. Hat keinen Flügel. Es gab einige Tuner, die da einen Splitter vorne dran gemacht haben. Ich glaube auch, dass das mit ein geiles Tuning sein könnte mit einem Splitter vorne. Aber die waren alle, wie gesagt, dann zu günstig. Der hat das jetzt nicht, aber fuhr sich trotzdem mal auf den ersten Metern ganz gut. Und da wir ja jetzt alle mit den Tuner-Rängen angeben, ist es ein Stufe 10 Tuner. Keine Ahnung, was das aussagen soll, weil eigentlich sagen die Ränge nur aus, wie oft was gedownloadet wurde.
nicht unbedingt, ob es gut oder schlecht ist. Aber das sei mal nur so am Rand erwähnt. Wir machen weiter mit KNX-User. Ich hatte 550.000, habe für 540.000 ungefähr viermal dasselbe Auto erstiegen, weil drei davon ein Driftfahrwerk hatten und war glücklich, dass ich diesen hier gefunden habe und hoffe, er fährt. Ja, Driftfahrwerk ist ein gutes Stichwort, ne? Nice Fiber, das sehe ich ja von weitem. Ne, das hat das hat echt kein Driftfahrwerk, das hat nur echt nicht, Sturz. Aber Sturz trotzdem auf maximal eingestellt, aber, so wie es aussieht. Nein, ich habe ein bisschen weniger gezogen, ich habe 497.000 gezogen durch einen Lambo, also Lambo gleicht dem Lambo aus. Und hab Glück, dass der gerade noch in der Preisklasse war, alle anderen waren entweder drüber oder drunter. Und ansonsten hätte ich noch einen GT2 holen können, aber ja, der war ein bisschen tiefer gewesen. Okay, Scrax, nochmal Senvo. Ja, ich habe tatsächlich genauso wie Andi im ersten Spin eine Million gezogen. Am Ende kam bei mir dann 1,42 Millionen raus. Hab dann für, glaube 1,36 Millionen oder so den Zenvo gekauft, Level 20 Tuner. Ich habe schon gemerkt, sehr starkes Untersteuern und das könnte echt witzig werden. Aber es sind trotzdem Rang 20 Tuner, also deswegen kann das ja nicht schlecht sein. Das ist ja dann vielleicht gut, dass es so ist. Nee, Spaß. Ja. Du machst dich da gerade drüber lustig. Ich kann mich noch gut erinnern, dass du in der letzten oder vorletzten Ausgabe auch sogar gesagt hast, dass das dein Anspruch war, einen Stufe 20 Tuner zu nehmen. Ja, ich weiß, deswegen mache ich mich ja gerade so drüber lustig, weil dann einige in den Kommentaren sich dann so ein bisschen echauffiert haben, so von wegen, ja, es gibt aber auch gute Tuner, die nicht so einen hohen Rang haben. Und da habt ihr natürlich als Zuschauer auch absolut recht, weil der Rang wird eigentlich tatsächlich hauptsächlich nur durch die Downloads bestimmt. Natürlich auch durch die Likes und so, aber naja, wenn du halt 5 Millionen Downloads hast, bist du halt auch ein Stufe 20 Tuner, auch wenn die Tunings alle Kernschrott sind. Ne? Also, muss man leider so sagen. Gut, egal. Weiter geht's, und zwar mit Coronado. Ja, genau. Ich hatte 516.000 gezogen, wie viele auch in der 500er Preisklasse, und habe dann diesen GT2 für 479 gefunden. Okay, ein bisschen klassischer unterwegs. Ja. So, Pluto. Ich hatte ein bisschen weniger Geld als die meisten hier, glaube ich. Ich hatte gute 370.000 zur Verfügung und mehr als da ich. Wurde die Auswahl dann relativ klein und ja, letztendlich ist jetzt hier der Audi geworden. Hat ziemlich viel Untersteuern, habe ich schon gemerkt. Bin auch mal gespannt, wie es dann wird. Okay, nur 24-Stunden-Racer. Also, ich hatte noch weniger Geld als mein Vorsprecher, 337.500, um genau zu sein. Immer noch mehr als ich. Ja, genau. Sorry. Zweimal, spannend zu meinen Spins, das war zweimal der Ford Windsor Deluxe dabei für 17.500. Hab natürlich gesucht, aber natürlich passt der jetzt irgendwie nicht. Aber für so wenig Geld muss man dann auch ein bisschen aufpassen mit der Farbe in Kauf nehmen. Ich finde das echt das hässlichste Blau, aber der einzige Königseck, der dann mit den 10%-Regeln in meinem Preisbereich lag. So hässlich finde ich das jetzt ich gar nicht. Ich finde das Dunkle tatsächlich die schlimmste Farbe vom Königsegg. Okay. Also persönlicher Geschmack, aber. Ja. Nee, gibt es nicht. Moment. Ja, also wir machen weiter mit Yoshi, aber jetzt habe ich doch eine Frage. Was ist da mit den Fällen passiert? Ja, Yoshi, erzähl mal. Ja, also ich hatte noch weniger als nur 24-Stunden-Racer. Ich hatte 288.000 bis 319.000. In der Preisrange hatte ich versucht, einen 959 zu ersteigern. Der wurde mir vor der Nase weggeschnappt. Habe mir dann noch was anderes gekauft. Da habe ich festgestellt, dass das ganze Heckantrieb und Dragreifen hatte. Und dann habe ich halt noch hier den Urus gefunden und habe gerade festgestellt, dass der 5 Grad Reifensturz und Rennreifen hat. Ja, und hinten Maximalzoll und vorne Minimalzoll. Das sieht so vorne aus. Ich wollte gerade noch sagen, ja, immerhin einer, der ein bisschen auf Gelände setzt, falls nämlich Wheelspin typisch auch irgendwie Minispiel oder Gelände kommt, aber ob das dann so geländetauglich ist, weiß ich nicht. Aber hey, du musst verstehen, das ist ein Dragster, nur andersrum. Ja, ich glaube es auch. Im Rückwärts. Achso, wir wollten ja heute rückwärts fahren, ja. Achso, ne? Es sind auch noch die dünnsten Reifen, die es gibt für den Wagen. Warum sind doch Semislicks, oder? Oder was? Warum die dünnsten? Von der Reifenbreite her. Die dünnsten. Achso, ich habe die dünnsten versucht. Ja, okay, ja. Ja, das jetzt wahrscheinlich auch, aber. Ja, okay, ja. Okay. Also die Hinterachse, die ist gebrochen, glaube ich. Der Urus ist 100 Pro und Trolltuning, das kann mir keiner erzählen.
Vielleicht ist es ein Flug-Lamborghini. Ich meine, ich habe da ja Erfahrung mit. Die soll man nicht unterschätzen, wenn es zum Fliegen geht. So, ja. Gut, nichtsdestotrotz, wir machen jetzt ein Track Race, bevor wir dann gleich mit den Team-Events beginnen. So. Und da bin ich ja mal sehr gespannt, wie es abgeht. Haben wir mehr als die Hälfte mit X-Klasse? Ja. Ja, ich gehe davon aus. Ich habe direkt nach X-Klasse gesucht, mache ich eigentlich immer so. Ich wurde dann von Sennas erschlagen. Und habe mich dann auch wieder erinnert, warum wir den Senna verboten haben. Weil er sehr oft vorkommt. Und dann war ich mir nicht mehr sicher, ob wir halt auch den Aventador verboten haben. Weil der kam dann auch sehr oft tatsächlich bei mir. Und, ich hatte ich hatte auch erst nach Allradfahrzeugen gesucht. Und irgendwann, da kam dann erstmal eine Front von 3 Dutzend Bugatti Chirons für 1,7 Millionen. Ich denke mir, das kann doch nicht sein, dass das der einzige Wagen ist. Such dann irgendwann halt verzweifelt nach Heckantrieb. Und dann ist mir aber aufgefallen, wenn du nach dem Antriebstyp suchst, dann sucht er nach dem Antriebstyp, was das Fahrzeug serienmäßig hat. Ja, okay. Das habe ich halt vergessen. Ich wusste vorher schon, aber ich habe es halt vergessen gehabt in dem Moment. Ja, ja. Naja, ich habe halt einfach, ich habe halt einfach nur Minimalgebot die 1,1 Millionen und maximal, also nicht Gebot, sondern aus Buyout. Dann halt da maximal 2 Millionen, da kam der halt. Ich hätte eigentlich Minimalwert einstellen können, dann hätte ich diese ganzen unter 200.000 nicht mehr anzeigen lassen müssen. Naja, gut, egal, jetzt wahrscheinlich schon die meisten schon in die Kommentare geschrieben, Mann, Ray, bist du blöd. Egal, ich habe trotzdem was, glaube ich, ganz okayes bekommen. Boah, ich sehe gleich so zwei hässliche Splitter vor mir davon vor. Oh, sieht aber schön bunt aus, so, so grün, blau. Ah, X-Klasse. Eins lila. Der Shelby ist Stock. Ja, sieht so aus. Ja. Boah, das ist jetzt heftig. Hätte es ja doch fast, weil wir haben heute uns festgelegt, wenn man sich verkauft, dann muss man Stock KTM fahren. Ah, der wäre nicht so weit weg. Wenn man sich verkauft. Ja. Gib ihm! Oh, so schlecht ist es doch gar nicht. Komm schon. Genau, zumindest mal beim geradeausfahren. Jungs, wie habt ihr das gemacht? Übersetzungsprobleme habe ich auch schon erwähnt. Nicht den ersten Gang gewechselt, oder? Ich ging jetzt fest davon aus, dass ich im hinteren Mittelfeld lande. Was ist da passiert? Also Dom wäre nicht stolz auf uns. Wir haben alle kein 10-Sekunden-Auto. Wir sagen jetzt natürlich keinem, dass das mehr als eine Viertelmeile ist. Es ist sogar eine halbe Meile, glaube ich. Aber pssst. Jetzt ziehe ich einen 100.000er. Naja, egal. So, was, wie bitte? Es muss 10 Sekunden schaffen. Also drüber, ne? Das war, glaube ich, die Aussage im Film. Ach so. Stimmt, die waren vorher zu schnell und dann haben sie Krücken eingebaut. Und ja, Downsizing. Wir wissen, wenn Fast and the Furious heute rauskommen würde, also der erste Teil, dann wäre Downsizing das große Thema. Ja, Mann. Und wie viele Zylinder hast du rausbekommen und wie hast du den Hubraum verkleinert? Ich fahre mit Zylinderabschaltung. Das wäre voll der lustige Film irgendwie, wenn man das so ein bisschen auf gute, lustige Art rüberbringen würde. Low and Tame oder so könnte man es nennen. Aber das wäre halt übelst ja, aber das wäre übelst der Autocar-Insider, weil jeder Normale würde diesen Downsizing-Witz, glaube ich, gar nicht verstehen. Ne? Aber gut. Egal. Lassen wir das mal so stehen. Wir machen natürlich jetzt weiter mit den Team-Events. Und wo es uns da direkt hinschlägt, das sehen wir jetzt. Ja, bei solchen Protzkarren dürfen wir gleich mal ein bisschen die Krone spielen lassen. Team König. Ich bin ja jetzt anders gestaltet, als ich dachte. Oh mein Gott. War eine Bahn zu weit rechts gerade in meiner Mentalität. So. Nein. Ich klicke auf den Dach. Wer es kann, der kann's, gell? Gib mir die Krone, ich will 2. Doppelkrone. Nein, du kriegst meine Krone nicht. Oh, was? Oh, das war knapp. Je nach Netzwerk hättest du mich bekommen. Jetzt kommt, oh Gott, der erste Gang ist ja viel zu... Oh nein! Alter, der erste Gang ist übelst lang. Also bei dem Minispiel ist es halt schlecht. Oh Gott, der liegt einfach zu tief. Fuck. Sorry. Alter, Minispiele mit X-Klasse-Autos, was für ein Spaß. Wie bitte? Bringt halt Minispiele mit X-Klasse-Fahrzeugen, welch ein Spaß. Ja, vor allem mit total zu tief gelegten X-Klasse-Fahrzeugen. Komm nicht mal über diesen Sandhügel rüber. Also rein für den Clusterfuck hätten wir auf den Strand nehmen können, ganz ehrlich. Das macht keinen Unterschied. Das ist ja wenigstens noch irgendein Fahrzeug gehabt. Rechts um. Nimm bleiben. Halt, stopp. Hier. Nimm. Ja, danke.
Nein! Au! Oh, das ist... Oh fuck, komm ich hier hin, Scheiße. Warte, hier, wart. Ja. Ey, Gott. Komm. Fuck im Boden. Hilf mir. Hängst du fest? Ja. Mann, du bist aber gegrostet. Ich kann dir nicht mehr helfen. Oh. Ja, es geht wieder. Alter, was war das? Geiler Move, ja. Was? Dann hab ich die. Mann. Oh, nix da. What the f. Ja, Andi hinter dir. Oh mein Gott. Ja, das ist echt zu tief. Nein, das ist Container. Ey, zum Glück ist der Sommer ausgelost worden. Der ist jetzt im Winter. Ich finde, der Betriebshof im Winter ist übelst schlimm. Ja. Wie bitte? Wie lange hast du noch? Sekunden. Vorsicht. Okay. Ja, Vorsicht, kein X ist hinten dran. Echt auch. Nö, jetzt. Aua. Andi, kannst du langsamer fahren? Dann ist das gleich noch eine. Deine Krone wollte ich eigentlich gar nicht. So, ich. Da ist doch irgendwo noch. Ernsthaft? Du wolltest auf den Waggon? Was? Ernsthaft auf den Waggon drauf? Ja, Andi hat gerade, während wir zum Betriebshof gefahren sind, wir fahren da ja immer zu den Locations, ganz klar, wir porren uns nicht, hat gerade auch noch angemerkt, dass es ja eigentlich... Danke, Ray! ...nur gar keinen Grund mehr gäbe, die Forza Editions zu verbieten. Deswegen Memo an den Schnitt, Ray. Oh, wo kommt der denn her? Liebe Grüße. Ist das ein anderer Ray als der? Ja, der ist in der Zukunft, weißt du? Nein, also Memo an mich in Zukunft, die Forza Editions wieder erlauben. Weil wir haben die damals verboten aus Gründen. Na, jemand ist noch drüber gejumpt. Away. Ich bin gerade richtig hängen geblieben, ey, richtig gut. Schön Ruckepack genommen. Nein! Oh! Nein! Meine. Die hab ich. Nee, wir hatten, genau, das war der Grund. Wir hatten ja in den ursprünglichen Auktionshaus-Editionen erlaubt, auch das Tuning zu verändern. Und weil die Forza Editions meistens schon eingebaute Teile haben und man sich so quasi Geld spart, haben wir die verboten. Zwecks Wettbewerbsfreiheit, was auch immer. Ob das jetzt Sinn macht oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber ja, im Prinzip gibt es eigentlich gar keinen Grund mehr, die zu verbieten. Ich meine, wer sich freiwillig eine Forza Edition antun will, der soll es halt tun, ne? So, egal. Das war's. Und zwar Team Blau hat das erste Duell für sich entschieden. Hat sich direkt mal die Krone aufgesetzt. Und ja, was als nächstes ansteht, ist auf jeden Fall spannend. Ja. Ich würde sagen... Was? Raus. Coronado. Wo bist du raus? Keine Ahnung. Aus der Colonna, glaube ich, geflogen. Es hat gerade noch da gestanden. Genau. Ich dachte, Ah, nein. Ich dachte auch so. Das war's doch nicht, ja. Das ist kein Problem. Da kriegen wir dich gleich wieder rein. Es gibt jetzt sowieso einen kleinen Cut, denn es geht direkt zur nächsten Veranstaltung. Ja, es wurde so ein bisschen gechinkst. Jetzt spielen wir wieder ein Minispiel. Diesmal am Strand. Guck mal. Ja, Pascal. Ich finde das gut. Aufteilen wäre eine gute Idee. Ja, du hast es ja auch gechinkst. Oh, ich hasse den Strand mit dem ganzen Leben. Ja, aber wenn wir schon so gut geländegängige Fahrzeuge haben, ist es ganz okay eigentlich. Ja. Ach Gott. Hat keine Ausweichung rüber. Ja. Wer von euch war das rote Auto? Also der Regierer tut mir jetzt schon leid. Ah, hier fahren 8 rote Autos gefühlt. Oh mein Gott. Er hat da schon einen Betriebsbahnhof Probleme mit überdrehen und alles. Oh nein! Ich hab grad Probleme mit der... Vorteil, du kannst dich schon nicht verschalten. Hui! Jo, du siehst da nur so ein Lambo fliegen. Ich seh da so viele Autos fliegen. Das. Platz. Geh weg! Nein, hab ich nicht erwischt.
Nein, ich bleibe mit den Felsen hängen. Nein! Ach, mir ist gerade aufgefallen, dass der Turbo-Swoop wird. Ich könnte mir irgendwie vorstellen, dass es... dass wir die Zeit komplett durchspielen werden und es ein Unentschieden wird am Ende, weil irgendwie... Ja, irgendwie bekommt keiner wirklich was hin. Ja, man kämpft halt mehr mit sich selbst. Oder mit dem Auto, ja. Oder wie auch immer. Der Heckkampf ist eine Katastrophe. Oh Mann, immer in entscheidenden Momenten ist Ende. Das war knapp. Nein. Danke. Nein. Oh, oh perfekt. Toll, und der Regierer bleibt natürlich stehen, was er lucky. Nein. Einzige, was er kann, ist stehen bleiben, oder? Hilfe! So, ich probier mal. Nee, das funktioniert nicht. Untertourig fahren funktioniert nicht. Da kommt da gar ich nicht. Ich weiß nicht, was abgeht. Anders, ich glaube, 1000 Touren geht immer. Guck mal, warte mal kurz. Da haben ein bisschen Platz, glaube ich. Alter, der hat oder vorne nee, komplett weich. In der heutigen Forza Multiplayer-Ausgabe sehen Sie X-Klasse-Fahrzeuge, wie sie unten. Überleben. Also wenn ich irgendwie nach dem Sprung auf von meiner Vorderachse, denkst du so, ich bin jetzt mal im Flug. Klar. Hä, das fand ich richtig lustig, ich hatte Porsche dafür, wurde aber einfach nicht zurückgesetzt. Hä, das ist krass, auf dem Strand zieht es mich einfach, das ist wie auf Eis fahren. Berg nicht hoch. Gar ja, kein Problem. Eine Sekunde später. Den hau ich weg, den hau ich weg. Ey, blaues Ding, bleib mal kurz stehen, ich muss mich da. Ja, hier. Ich muss irgendwie gucken, dass ich nicht. Dass dahinter dir sind nämlich noch andere. Das ist eine Lüge. Echt so, ich sehe da gar nichts. Ich guck halt gerade gefühlt mehr nach hinten als nach vorne. Bist du fährst auch? Du kriegst mich nicht. Du auch nicht. Kann das Netzwerk nicht einmal auf meiner Seite sein? Nein. Jetzt kannst du Trash nee, das hängt wieder durch, ey. Denkt sich so an. Komm schon! Gas! Ich meine, einen müssen wir machen, weil ich bezweifle, dass ich es irgendwie überlebe. Ja, ich glaube, wir werden zweimal die komplette Distanz durchspielen. Sein, das andere Team macht das jetzt gleich richtig, richtig gut. LOL, das ist nicht dein Ernst, Greg. Du musst das sagen, gerade minimal bescheuert aus. Hallo. Ach, Mann, war der falsche. Nee. ja. Nein, das ist der Kante. Das ist der andere Anti-Sendmo. Das war gerade mit meiner Vorderachse. Nein, das ist komm, der Kante. Oh, fuck. Sind so früh losgefahren. Ja! Oh nein. Ja. Nein. Ich hab die Lücke nicht gesehen. Nein, nicht verschlagen. So, komm, die kriegen wir jetzt alle drauf da. Nein, kriegt er nicht. Komm, alle vom Strand. Voll. Ja, viele auf dem Strand. Wow, was kommt mir da alles entgegen? Verzieht er ganz weit. Was wert. Nein, meine Vorderachse macht echt gefühlt was. Oh Gott. Wow, was kommt da geflogen? Gut, du hast mal die andere Schacke geschlossen. Sehr schön. Komm. Sorry, User. Wolle jeden. Ja, nice. Jetzt ist aber ein Nervenkitzel vorprogrammiert. Jetzt müssen wir echt lang durchhalten. Da habe ich gerade nicht rechtzeitig. Ja, es war halt so bitter, dass du halt direkt neben mir gefallen bist und mich trotzdem nicht berührt hast. Irgendwie. Das wird interessant jetzt. Ja. Entweder ist die Runde jetzt nach 20 Sekunden vorbei oder die geht bis zum Ende. Ich glaube letzteres. Ja. Ich bin einfach nur gefahren. Das Ding. Junge, der Porsche, also. Wie er erstmal drehende Rädchen hat. Ja, also, der Regera ist... Mir gerade, was ist das für ein Timer auf einmal? Aber jetzt gerade bei den Überlebenden, oder? Der kommt ja normalerweise erst, wenn fast vorbei ist. Also beide Hacker drin fahren sich in einem Team. Komm schon, um die Kurven rum. Psst. Weiß ich nicht, was für ein Sven wo schlafen. Bodenfreiheit ist halt echt. Nicht. Ein Schlüssel hier. Legt der Tarmer jetzt echt die letzten 4 Minuten noch runter? Ja. Aber steckt um die Spannung zu erhöhen, hab ich gedacht. Das ist ein neues Feature. Hä, what the fuck? Dran kommt weg. Go. Nee, ich hab mich selber weggetreten, nee, das macht ganz gut da. Natürlich. Ja, gerade Glück für mich. Aber Team, was macht ihr denn?
Nee, fahr weiter, fahr weiter, fahr weiter. Mit drei hinter dir. Boah. Oh, komm schon, komm schon. Ei. Oh, super. Genau so wollte ich es jetzt nicht. Oh ne, fuck. Oh, ja, Leute, was ist denn hier los? Ja, wir haben verkackt, das ist los. Bruder, vergib einfach Vollgas. Ich regel das schon. Ich versuch's. Nein, Kante. Würde nicht einfach die Räder durchgehen. Nein. Ja. Komm! Nein. Ja! Ja! Nein. Vorsicht, links von dir. Das Auto lenkt einfach nicht. Ja. Warum lenkt's nicht? Knallgas! Junge, das macht echt verrückt, dieser Schade, Teil. Dass irgendwann der Strand zu Ende ist. Nein! Du kannst ganz so ein bisschen langsamer machen. Oh nein, der ist wirklich zu Ende. Verdammt. Super. Und wir raus. Ah, ja. Endlich hab ich den. Ja. Verdammt. Dankeschön. Ich hab jetzt die anderen zwei geheilt. Ich weiß nicht besser. Luther? Ja. Danke. So nicht. Durchdrehende Reifen. Es ist halt echt so viel schwieriger. Nur 90% zu jagen bei dieser Klasse. Du hoppelst halt ja, direkt natürlich, über das wenn Feld, du dich halt irgendwie an einen anderen ranheften musst. Ja. Kannst nicht. Oh Gott, ich hab keine Bremse. Nein! Ah! Beklammtung gefahren. Ja, die mit jetzt Forza-Flügel und so merke ich gerade, die haben schon. Oder die mit Angriffsdruck haben schon ein bisschen. Nein! Ah. Was machen Sachen? Ich will nicht der Letzte sein. Ja, doch, komm schon, komm schon. Nein! Oh Gott, jetzt hänge ich ja noch. Nein! 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 Ja, der von GT, das geht gar nicht. Ja, okay, Glückwunsch. Aber dadurch bleibt es spannend. 1-1. Na, guck mal, Team Blau hat mehr Zeit, wir haben gewonnen. Stimmt. So funktioniert es ja. So war es ja eben bei König auch, ne? Aha. So, ich habe schon mal ausgelost, wo wir als nächstes hin dürfen. Ich kann schon mal frohe Kunde erbringen. Wir werden kein Minispiel spielen. Das ist was Gutes. Aber dafür es gibt eine schlechte Nachricht. Aber es könnte sich um eine kalte Jahreszeit handeln. Was wir da aber fahren werden. Der britische Sommer ist schon kalt. Ja, was wir da aber fahren werden, sehen wir jetzt. Endlich Rennen fahren. Yay! Yay! Oh Gott, der vierte Gang überfahren. Das macht ja jetzt schon keinen Spaß. Fünfter Gang? Wow, ach Leute, das ist exakt, was ich den ganzen Tag vor Sommer mache. Andi ist hier voll in seinem Element. Ja, weißt du, alle so mit X-Fahrzeug, alle schleichen da mit 60, 70 Sachen rum. Es ist aber zu gut. Es ist aber zu gut. Ich meine, irgendwer hat gesagt, ich kann mich in Königsegg nicht verschalten. Ich bin einfach die ganze Zeit im falschen Gang. Rückwärtsgang oder was? Ein Stein. Das sieht so traurig aus. Bitte jetzt hier diese Wiener Walzer-Musik einblenden. Es sieht halt aus, wie alles in Zeitlupe laufen würde, so ein bisschen. Captain Slow wäre stolz auf uns. Dabei sind wir hart am Struggeln hier. Ich kann nicht was mir sagen. Nein. Du, der Heckantrieb? Gefühlt ja, ist aber ein Alter. Also. Jetzt fahr ich nicht. Ich hab Problem ist, du fährst so gut, der wird mich wieder einholen. Achso, ich fahr hier größtenteils im fünften Gang rum. Ich fahr nicht im zweiten, weil ich halt sonst nicht im Kurven rumkomme. Ja, ich mach auch ein bisschen. Ey. Die ganzen Kerle, die ich überhole, freue ich mich übel, dass ich sie überhole. Bin ich feststelle, sie sind in meinem Leben auch Mann hoch. Also ein bisschen Angriffsdruck, wobei bei den Geschwindigkeiten wird er nicht groß wirken. Er ist so tief. Ist wie auf Eis, ey. Das ist Eis. Ja. Es ist ja, wie okay. Auf Eis. Fühlt sich fast so an, als wenn die Reifen kalt. Welche Farbe der hat? Reifen sind nicht kalt, die sind perfekt auf Temperatur. Dreht er bei mir durchgehend durch. Ja, sie sind immerhin nicht bei den Minusgraden, aber über 10 Grad kommen sie auch nicht, sehe ich gerade. Jawohl, 200 haben wir geschafft. Oh, der dreht. Das hast du hier auf der Strecke 200 dort. Der Königsegg dreht sich ein, der schon zieht worden. Einfach durch und dann der läuft das. Der klatscht gegen die Wand, weil ich zu viel wegrutsche. Der Porsche ist nicht besser. Also das Traurige ist, ich sehe ja die drei Roten da genau vor mir, ja, aber ihn, ja. Du kommst halt nicht ran, so. Es ist halt so wegen so ein Schneckenrennen. Alter, die Haare dann einfach mit 40 km/h.
Beginnen wir mit 50. Du hast die ja Haarnadel. Weißt du, so ein Clio mit Offroad-Reifen würde wahrscheinlich hier übelst rasieren gegen uns. Volles Rohr. Wir würden so alt aussehen. Hab ich gehört. Am besten noch mit LI 800. Hat sich aber immer richtig gelohnt, hier in die Vollen zu gehen beim Aktionshaus. Wir sind im gleichen Team, da ist es egal. Ich weiß, aber einfach fürs Ego. Man sieht jetzt, also. Ja, damit übernimmt sogar Team Rot die Führung, nachdem sie ja nach dem ersten Spiel erstmal nach hinten gefallen sind oder verloren haben. Damit steht es 2-1 für Team Rot und ob da Team Blau jetzt auch nochmal ein Comeback ich schaff das kann, noch. Schauen wir mal. Ne? Ja, dann go for it. Ja, das haben doch nicht alle geschafft. So. Das war ja fast schon Heimrennen für mich. Ja, weil wir schon im Sommer, im Frühling und jetzt im Winter unterwegs waren, fehlt ja eigentlich nur noch eine Jahreszeit. Ob die allerdings rankommt, das wissen wir nicht. Da gucken wir jetzt drauf. Ja, tatsächlich Herbst und tatsächlich Asphalt. Juhu! Können nicht alle gewinnen. Ja, Team Blau gewinnt jetzt. Steht im Skript. Was? Boah, die Kiste fährt sich ja sogar gut. Sag das nicht so laut. Oh Gott, okay. Oh Gott, hier musst du bremsen. Boah, Unterstand. Klar. Bist du an der Kante hängen geblieben, oder was? Ich hasse Kanten in Spielen. Aber das gibt's nicht nur an Rennspielen, das gibt's überall. Verfluchte Spielkanten. Ja, und ich bleib gleich an einem Baum hängen. Verdammt. Oh Gott, wenn du zu schnell über die Kuppen fährst, er hebt da vorne ab, ey. Bisschen Angst. Alter, und jetzt weiß ich, warum manch ein Ford GT-Tuner da einen Splitter dran. Junge, was ist mit dem Auto passiert? Ich hab grad meine Barrel Roll hingezogen. Schade. Also, mit dem Heckantrieb, der zieht's ja völlig ab. Ey, Team Blau, ne? Mal ein bisschen jetzt Gas geben hier. Nein. Der Urus hat nicht umsonst Semislicks. Der Königsegg fühlt sich jetzt mal wohl. Also der Ford GT ist ja, echt gut. Untersteuern. Und, ja, ich merke die 3 Grad Sturz, die Reifen fangen an, ihn zu überhitzen. Ich habe 0,4 Grad Sturz. Also ich krieg irgendwie... Warte mal, du achtest drauf, ob deine Reifen überhitzen. Ich bin froh, dass ich die Kurve krieg. Nein, Katze. Gibt ja auch ab und zu mal ein paar Geraden, wo man gucken kann. Da bin ich zu sehr beschäftigt, eine Rücklichter zu sehen. Was kriegt im Urus, wenn ich das Gas lupfe, noch mehr untersteuern? Ja, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Geht ja voll ab, ey. Trotz Kante? Ja. Ich hab doch gesagt, du gewinnst. Was soll denn das? Mhm. Hast du? Können wir wieder Offroad fahren, da hab ich wenigstens vorne, da fahre ich vorne mit. Nein. Ja, da müssen wir ein letztes Mal den Zufallsgenerator fragen, denn diesmal ist es so, dass wir nicht nur einfach zwecks der Vollständigkeit ein fünftes Event fahren, wir müssen sogar, denn ich glaube, das wird sich jetzt hier nicht mehr drehen. Team Blau holt den zweiten Punkt und damit steht es 2-2, alles entscheidet sich tatsächlich, wie wir das immer aus Spaß sagen, beim letzten Spiel, diesmal aber tatsächlich. Und was das finale Event sein wird, das finden wir in wenigen Minuten, Sekunden, was auch immer raus. Ja, was ist einem Finale würdiger als der Goliath? Es wurde tatsächlich Sommer- und Rundkurs ausgelost und da haben wir es uns jetzt nicht nehmen lassen. Bei den krassen Kisten dann auch mal einen Goliath zu fahren. Auch wenn ich hier krassen Defizite spreche. Oh shit. Oh, nein, ich heb ab! Ich heb ab! Nichts hält mich am Boden. Auch nicht dieser Flügel. Na doch, der Show. Also Lukas hat gerade eben gesehen, was ich getan habe. Könnte manchmal sein, dass die Reifen jetzt schon anfangen zu überhitzen. Doch, ich hasse dieses Segment in Goliath, hasse ich einfach. Ja, das ist so einmal irgendwo falsch und tot. Du kannst da halt voll Schmackes durch die meisten Kurven eigentlich im Regelfall, aber... Ja, ich fahr jetzt auf lieber. Nicht mit den Tunings, Mann! Uah.
Mein Tuning ist gar nicht so verkehrt. Alter, der geht halt um keine Kurve. Lukas. Ich meine, meine 1000 PS habe ich auch in dem Ding und das Ding wiegt gerade mal eine Tonne. Das ist schon krass hier. 24 Stunden Racer da eigentlich die ganze Zeit vor mir. Das ist übel heftig. Die Kurven mag ich jetzt auch nicht so, weil ich die immer verkacke. Ja, aber hier ist das mit Das ist halt so eine hässliche Kurve. Einfach nicht ins Haus fliegen. Sagt Andi so einfach, ich segle in Richtung Haus. Oh, ich bin komplett abgehoben mit allen. Problem ist eigentlich jetzt die Kurve, die jetzt kommt. Die macht mir immer mehr zu, als ich denke hier vorne gleich. Die rechts, nicht die links jetzt. Obwohl da ja so Schilder sind, aber jetzt habe ich es ja gechinkst, oder ich weiß es jetzt, dass es kommt und passe ich auch. Oh ja. Oh, jetzt kommen. Pfütze! Alter. Ihr seid schon bei der Pfütze? So. Was? Wir sind schon bei der zweiten Wheelie. Pfütze. Oh mein Gott! Ich hab ein Wheelie des Todes. Ich gemacht. Auch. Alter. Willkommen im Verein. Oh, der möchte halt gar nicht einlenken. Also, ein bisschen Aerodynamik vorne wird ihm auch nicht schaden. Ja, der hat halt serienmäßig halt auch diesen krassen Downforce auf der Hinterseite. Hier ist so eine fiese Bodenwelle meistens. Ja. Man muss halt beim Senmo wirklich, egal was du einbaust, du musst hier die Aerodynamik komplett runterdrehen, sonst hast du das Steuern. Scheiß drauf. Ja, deswegen gibt es ja auch viele Tunings tatsächlich, die nur den Frontsplitter verbauen und den Heckflügel auf den Heckflügel verzichten. Weil du sogar manchmal den gar nicht brauchst hinten, aber gut. Ist halt auch von Auto zu Auto unterschiedlich und kommt auch immer darauf an, was du halt willst. Ich meine, es gibt ja viele diese, ja, keine Ahnung, wie man das jetzt nennen möchte, wo man da mit Dragster-Reifen spielt und so, um einfach den LI zu drücken, um dann wieder irgendwo anders zu punkten und, ach, keine Ahnung was. Bin ich kein Fan von irgendwie. Meisten S1-Tunings, die wirklich die Hardcore-Leute fahren, die sind halt wirklich mit Dirt-Reifen. Ja, oder diese Felgengeschichte, die beim Urus zu sehen ist, die ist auch gerne mal, um den LI zu drücken. Die hinteren Felgen. Ja, weil es halt mehr Gewicht halt reinbringt auch. Ja, ja. Ja, weil leider nur die hinteren Felgen, vordere Felgen meistens nicht. Ja, die geben dir sogar LI oben drauf, voll lächerlich. Aber wenn ich so gerade auf den Punktestand schaue, ziemlich knapp. Zwischen den Teams. Ja, ich komme halt ran euch da vorne nicht. Der Kreisverkehr ist gut bei mir ausgebremst. Der ist halt super tief gelegt. Ja, los! Ich komme nicht mal hier voll rum. Leider raus untersteuert. Ja, jetzt nochmal. Ja, alles gut. Da fährt halt einfach Slalom hier. Ich habe die komplette Straßenbahn abgeräumt. Ah, ich habe hier gar keine Straßenbahn. Also nicht die Straßenbahn, sondern halt die, die Strommasten. Halt. Ja. Aber du hast, glaube ich, eh deutlich mehr Topspeed als ich. Ja. Ja, gut, er hat halt keine Aero hier, ne? Das merkt man in den Kurven dann wieder. Ja. Ne, ich bin bei 400 jetzt auf die Bremse. Also ich hab da echt Glück mit dem Tuning. Das Ding ist echt, glaube ich, das beste Auktionshaus. Gut, so oft haben wir Auktionshaus nicht gespielt, aber trotzdem mit Abstand das Beste. Was ich, glaube ich, hier gefahren bin. Also richtig gut. An denjenigen, der das gemacht hat, falls er das sieht. Gut, ciao. Jetzt kommt so, ich hab nichts gemacht, ich hab nur Teile eingebaut. Ja, manche Fahrzeuge sind ja, die funktionieren einfach. Ja, funktionieren einfach. Also ich glaube, ich bin jetzt mit Bremse 20 Mal gesprungen. Ich glaube, mein Centenario würde mit weniger Sturz auch ein gutes Stück besser fahren. Oder echt gut fahren sogar. Ich guck nachher mal nach, ob das Tuning Kangaroo genannt hat. Ich nenne meine Tunings Kangaroo in ACC, wenn ich für Bathurst ein Tuning mache. Boah, da sind aber schon ein paar fiese Wellen drin. Ich finde das so krass, dass wir die erste Hälfte vom Rennen recht knapp waren zusammen eigentlich und jetzt kommt's auf Power an und, ne? Ja. Wobei ich denke, ich sehe dich noch gerade so auf der Map. Ja, aber ich denke mal sogar, dass der Senvo sogar mehr Power hat, aber ja, das Leistungsgewicht halt ist halt krass von dem Ding und ich habe halt jetzt, wie gesagt, keine Aero, die mich irgendwie ausbremst und in den Kurven bin ich trotzdem fix. Ja, also 380 schaffe ich mit Glück 390, aber ja, ich fahre locker 400. Ich bin in Edinburgh, bin ich ja schon 400 geballert. So, jetzt müssen wir aufpassen, die Kurve, die verkacke ich auch immer. Ich verliere halt bei jeder kleinsten Bodenwelle den Bodenkontakt. Ja, ich aber halt nur sogar auf Vorderachse. Ja, ist aber hier bei mir auch irgendwie so. Vorderachse ist komplett. Und das Problem ist, bei der Vorderachse, wenn sie dann aufkommt, macht sie meistens so einen Lauf. Ich kann eindeutig sagen, wenn es um die Top-Geschwindigkeit geht, finde ich besser als mit leeren Geschwindigkeit. Ja. Ja, 27 geht auch gut ab, das glaube ich.
Er ist halt besser im Handy zu reichen. Ups! Ah! Wow! Was hat mich da quergestellt, Mann? Da ist eine richtig ekelhafte Kurbelwelle an der Kurve. Ja. Ja, vor der Kurve, ne? Vor dieser rechts. Ich hasse ihn. Ja, hat mich quergefahren. Ich bin eben quergefahren. Ja, in der Regel fliegt er immer ab, aber diesmal wusste ich, ich weiß gar nicht. Gar nicht so lange her, wo ich das letzte Mal Goliath gefahren bin. Also für meine Verhältnisse, deswegen wusste ich es noch. Ja, ich fahre die meisten Sachen einfach ein bisschen auf Sicherheit, das passt schon. Ja, das ist genug Vorsprung. Ein bisschen auf Sicherheit, fährt er da ganz vorne der auf P3, auf, passt. Hauptsache wir holen 1-2. Wenn bei 340 über die Kuppe nochmal die Räder durchdrehen. Im ersten Gang. Ah, Lukas, was hast du in diese Karre eingebaut, Mann? Der treibt ja nur noch. Er hat gar nichts eingebaut. Achso, oh, ja, meine hier. Hab ich gar nichts eingebaut, hab ich gekauft. Also im Shelby bin ich so weit hinterher. Okay, zwei Möglichkeiten. Jetzt entweder auf Safe fahren oder Augen zu und durch und hoffen. Ich glaube mit dem Untersteuern vollfahren ist keine Idee. Doch, machen. Nein, ja, mach doch. Aber da sieht man mal, in der Auktionshaus Edition ist halt Geld bei weitem nicht alles. Ich habe mit einem der wenigsten Budget gehabt und ja, habe zumindest mal jetzt auf dem Asphalt eines der wahrscheinlich besten Autos irgendwie gefunden. Definitiv. Mhm. Wobei das echt ein Glücksgriff war. Oh, ich sehe da einen Lukas ein wenig quer kommen. Also nächstes Mal verbieten wir Willkommenspaketfahrzeuge. Nein, Quatsch. Nein, Bäume! Oh. Ja, wobei der Ford GT, also gut, klar, der normale Ford GT wird wahrscheinlich nicht so krass aufbaubar sein. Aber das hätte schon am Ziel. Ja, ja. Am Strand. Aber der Ford GT an sich ist trotzdem, also Ford GT kannst du schon krass geil aufbauen im Spiel. Ja, der klar. Er fehlt Fahrzeug. Einfach die Top-Geschwindigkeit beim Mountain. Das Stock geht ja nicht mehr auf X, lustigerweise. Hier, ich nicht DNF. Die letzten Kurven so dermaßen. Ja, halt. Der ist halt voll leicht, ne? Also der wiegt halt unter 1,1 Tonnen und hat halt auch über, Lorenz, das war aber jetzt nur wegen dem Untersteuern. Ja. Also damit gratuliere ich Team Blau. Ich bin angekommen, weil ab 300 ja. Dann doch nochmal ein bisschen gut an. War aber jetzt doch nochmal auf jeden Fall ein schönes Highlight am Ende. Und ja, wenn dir die Folge gefallen hat, oder war glaube ich der 1-Million-Spin, ich habe ihn nur weggedrückt. Jetzt hatte ich den Käfer gerade. Ja, ich habe 10.000 aber nur gezogen. Also, ja, egal. Ja. Trotzdem, wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass ein Däumchen nach oben da, check die anderen Sichten aus. Wir sind jetzt raus. Ich bedanke mich nochmal bei allen, die dabei waren. Hat sehr viel Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.